Der Tag der unbefleckten Kaffeebohne war kein normaler, denn nicht nur die drei verschgedrehten Hogwarts-Schüler, sondern auch retardierte Hauptschüler gingen voller Hass spazieren. Hagrid wunderte nichts, denn Hermine war rallig und absolut besoffen. Schlammblut, ächzte Dumbledore während er kokste. Alter! Lass was verzaubern. Damit hier mal was Magisches entsteht. Das nächste Balg wird Gugelhupf, raunte Bartmann erregt. Harry Weasley zog sein Tinder hervor und swipte rechts. Es klingelten aufgebracht die sehnlichst erwarteten, nicht jugendfreien, Bauchtänzerinnen und Voldemort, wir sind willig. Avada Kedavra, schrie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Benis wurde zwar nicht Hermines Leibspeise, denn sie mochte Mettbrötchen. Vegane anwesend? Dann zaubert sie kaputt. Ende.